Das mache ich jetzt ganz einfach. Ich gehe jetzt einfach mal nach oben. Sammle diese Sternschnuppen ein. Vielen Dank, Exi, dass du mir Bescheid gesagt hast, dass es die Sternkanone ist, die man da bauen kann. Hatte ich mittlerweile auch schon mal gelesen. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt hatte, aber die soll recht stark sein. Die soll irgendwas bei 56 Schaden machen. Was ich schon mal gar nicht so schlecht finde. Soll aber recht langsam schießen, soweit ich das mitgekriegt habe. Ist ja auch Wurst. Da ist noch eine. Uiuiui. Was hier an Sternschnuppen rumliegt. Jetzt kriegen wir hier Sternschnuppen ohne Ende. Merkt ihr was? Drei Stück auf einem Bildschirm. Meine Fresse. Mana ist voll. Jetzt kriegen wir die Dinger zu Hunderten, wie es mir gerade scheint hier. Naja, abwarten. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal ein bisschen was einlagern. Können wir hier noch was loswerden? Schnell stapeln? Jawohl, können wir. Hier werden wir auch mal schnell stapeln, wo nichts reingeht. Dann möchte ich noch das Geld loswerden. Alter, hier drüben sind schon wieder zwei Sternschnuppen. Das ist ja der Oberhammer. Die nehmen wir natürlich auch mit. Immer sammeln den Mist. Schnell stapeln. 12 Gold, 38 Silber, 90 Kupfer. Das hat doch schon mal was. So, was haben wir jetzt hier drinne? Da haben wir die Sachen drinne. Ich brauche hier mal eine leere Kiste, wo ich jetzt nämlich mal Steine drin lager ohne Ende. Oder wir schmeißen das jetzt einfach mal hier mit dazu. Die Stachelbälle würde ich auch gerne loswerden. Die Silberkugeln nehmen wir mit. Den Ebensteinblock lassen wir auch hier. Leder lassen wir hier. Auf dem Flur quakt meine Katze vor sich hin. Die muss ich mir nachher übrigens nochmal vorknöpfen, weil die heute Morgen der Meinung wäre, hey, das Katzenklo ist mir nicht sauber genug. Ich pinkel die jetzt erstmal volle Kanne aufs Kopfkissen. Zum Glück lache ich da nicht mehr. Sonst hätte ich was erleben können, aber ja, jetzt ist gerade das Kopfkissen ist jetzt gerade auf der Wäscheleine bzw. auf meinem Trocknungsgerät, was ich hier rumstehen habe. Einige nennen es auch Wäscheständer. Aber das steht da jetzt fröhlich vor sich hin und ich hoffe, das wird dann auch schön vor sich hin trocknen, damit ich es heute Abend wieder benutzen kann. Und wenn die das nochmal macht, dann strulle ich hier volle Kanne in ihren Katzenkorb. Natürlich mit einer Wasserpistole. Nein, mache ich natürlich nicht. Das geht aber schon runter hier. Meine Güte. Das ist mal ein Schacht. So, dann würde ich jetzt hier sagen, fröhliches Abbauen. Ist schon wieder Wasser, aber es ist zum Glück nicht allzu viel, sodass wir uns da eigentlich reinbauen können, ganz vernünftig. So, dann wollen wir uns jetzt mal hier durchmeißen. Hier haben wir schon gut wieder Steine, die brauchen wir nachher für die Burg oben. So. Ist die Frage, wie weit ist das noch bis runter zur Lava? Das wäre natürlich auch nochmal eine interessante Frage. Das ist nämlich, es geht nämlich tierisch runter. Hier, wir werden, glaube ich, noch durch ein oder zwei verschiedene Schichten werden wir jetzt noch kommen, bis wir dann ganz unten ankommen. Und da müssen wir uns dann anfangen, wirklich eine gigantische Plattform auszubauen, weil wir die brauchen, um letztendlich die Wall of Flesh zu besiegen. Weil wir müssen wir von links nach rechts nämlich durchlaufen. Und das ist nicht so einfach, wenn man da kein Material hingelegt hat, womit man dann ja so ein bisschen platzieren könnte. So, jetzt möchte ich hier hoch. Da möchte ich hin und dann müsste ich jetzt hier eigentlich rüberbauen können. Jawohl. Die Spinnenweben werde ich mir jetzt mal mitnehmen hier. Das geht ja so am schnellsten. Ich weiß noch nicht, wofür ich sie brauchen werde, aber so als Dekomaterial in der Burg, denke ich mal, ist das nicht die schlechteste aller Ideen. Den machen wir mal auf, damit hier das Wasser abfließen kann. So, und dann können wir jetzt hier nämlich wieder einen schönen Block hinsetzen. Und uns weiter durch die Gegend bauen. Dann hatte ich letztens gefragt, ob einer von euch überhaupt noch Bücher liest. Da habe ich dann auch schon ein paar schicke Antworten bekommen. Ich weiß gar nicht, in welchem Let's Play das jetzt auch wieder war. Ich mache da immer querfeldein die Antworten hier. Die sage ich ja bei dem einen Let's Play, was ich bei dem anderen mal gefragt habe, bei solchen Sachen.
Und das ist leider bei rausgekommen, dass relativ wenig Leute überhaupt noch Bücher lesen, was ich ehrlich gesagt nicht verstehen kann. Bücher sind eine wahnsinnig tolle Erfindung und keiner nutzt sie mehr. Nicht mal mehr digital. Was ja natürlich auch schon eine schicke Sache ist, dass das Ganze digital geht, aber ich immer noch ein Fan von Papier bin. Nichtsdestotrotz werde ich mir meine Bücher demnächst digital alle kaufen müssen, aus dem einfachen Grunde, ich habe keinen Platz mehr. Ich habe hier mittlerweile über 400 Bücher rumstehen, also dann nicht nur Romane von irgendwas, sondern auch mal ein paar Klassiker. Ich habe zum Beispiel Moby Dick habe ich hier, ich habe Oliver Twist habe ich hier zum Beispiel auch. Und was ich richtig gern gelesen habe, das ist David Copperfield. Und nein, das hat nichts mit dem gleichnamigen Magier zu tun, sondern das ist ja quasi die Lebensgeschichte eines Jungen im, ist nicht Mittelalter, sondern 1800 und ein Keks. Und ich muss sagen, das ist wirklich wahnsinnig interessant geschrieben, was da so alles passiert und wie er zur Schule geht, später wächst er auf, heiratet und so weiter und so fort. Das ist eigentlich, man könnte fast sagen, eine Art Tagebuch. Und jetzt haben wir hier ein Problem, weil jetzt hier wahnsinnig viel Wasser ist. Wie kriegen wir das denn jetzt am besten weg? Wir müssen uns hier irgendwie durcharbeiten. Das müssen wir ablassen, indem wir... Ich weiß nicht, ob ihr meine Katze gerade quaken hört, aber die ist leider rollig und da kann ich nichts gegen machen. Ich möchte sie auch nicht kastrieren, beziehungsweise sterilisieren. Würde zwar gehen, aber ich möchte ihr das nicht antun. Sie ist sowieso eine reine Hauskatze. Die kannte das auch schon nicht anders, wie ich sie bekommen habe damals. Und ja, die kommt sowieso nicht raus. Mein Kater ist kastriert und deswegen denke ich mal, reicht das. Wenn einer eine Idee hat, ob das vielleicht sogar gesundheitlich für sie besser wäre, sie sterilisieren zu lassen, lasst mich das bitte wissen. Weil die Ärzte sagen da immer was anderes. Der eine sagt unbedingt, der nächste sagt nein und naja. So, jetzt möchte ich hier das Wasser ablassen. So, hier können wir das jetzt nämlich runterschmeißen. Das ist wirklich eine interessante Frage gerade für mich, ob man das vielleicht besser machen lässt. Für meine beiden Terror-Monster ist mir da nichts zu teuer, aber natürlich, wenn das für sie besser ist, dass man das so lässt, dann lasse ich das so. Und wenn ihr mir das wirklich plausibel machen könnt, dass das besser ist, wenn sie sterilisiert oder kastriert wird, dann werde ich natürlich auch das tun. Aber, naja. Ich sage mal, jeder medizinische Eingriff ist eben ist auch ein Risiko und diese Risiken möchte ich eben ausschließen. Aber wenn da irgendwelche Krankheiten durch entstehen können, vielleicht eher, dass sie das nicht wird, dann sag mir da bitte Bescheid. Da habe ich auch schon die merkwürdigsten Sachen gehört, was da alles passieren kann. Und irgendwie glaube ich das alles nicht so ganz, aber... So, jetzt haben wir hier nämlich wieder schön alles frei. Und da war der Wurm im Weg. Da oben krepiert gerade so eine schöne Blauqualle. Leuchtstab, haben wir jetzt drei Stück. Die kriegt man also aus den Quallen. Gut zu wissen. Holzpfeile, naja, die brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. So, jetzt müssten wir eigentlich mal zusehen, dass wir hier erstmal wieder was runterbauen. Haben wir noch Sand dabei? Nein, wir haben keinen Sand dabei. Dann machen wir das hier mit. Man sieht schon, ich habe so ein bisschen geübt. Bringt nur gerade auch nicht allzu viel. Ich habe ja noch mal eine andere Terraria-Welt, auf der ich mal häufiger ein bisschen was tue. Und da habe ich mittlerweile auch nämlich den Enterhaken hier gebaut. Beziehungsweise ich habe ihn, glaube ich, sogar gefunden gehabt. Müsste ich jetzt lügen, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber war schon praktisch. Da habe ich so ein bisschen mit dem Bauen geübt und das, naja, war schon nicht schlecht. Übrigens, danke Exi für den Tipp mit den Flossen. Die habe ich jetzt bei mir in meiner anderen Welt auch gefunden. Und die werden wir hier demnächst auch suchen. Denke ich mal, weil die sind wirklich wahnsinnig praktisch. So, jetzt müssten wir hier nur wieder gucken, dass wir hier vernünftig runterkommen. Da unten sind schon wieder zwei Slimes in der Gegend am Rumeiern. Da sind sie. Übrigens, wenn ihr selbst Let's Plays macht, löscht die Originaldateien erst, wenn ihr wirklich sicher seid, dass alles fertig geschnitten ist und nicht wie bei meinem Minecraft-Let's Play, wo ich da
zum Schneiden alles fertig eingegeben habe und habe dann die Originaldateien, ohne das Ganze nämlich durchs Programm zu jagen, einfach gelöscht. Dumme Sache, deswegen fehlt da jetzt leider eine Folge, aber was will man machen? Das ist dann eben so. Aber sowas passiert auch mal. Man ist ja nicht vor solchen Sachen gefeit, leider. Ne, das ist alles doof. So, hier muss ich jetzt erstmal ein Sandstück hinpacken, beziehungsweise ein Erdstück. Und da auch noch. Und dann können wir hier eigentlich jetzt komplett runtergehen, denke ich mal eher. Nutzt das jetzt was hier? Ne, das hat jetzt natürlich nichts gebracht. Jetzt ist das Wasser da immer noch. Und mein Kater ist der Meinung, er müsste unbedingt ins Wohnzimmer. Aber nein, er kratzt an der Tür und ich lasse ihn da nicht rein. Und alleine lasse ich die beiden nicht mehr ins Wohnzimmer. Das ist, ja, da ist die... Na, jetzt nicht die neue Couch, aber meine... Bei mir ist sie neu. Das ist die alte Couch von meinen Eltern. Die haben sich eine neue gekauft. Ich habe die alte gekriegt. Und diese Couch soll möglichst etwas halten. Und, sagen wir mal, es ist eine Ledercouch. Und das ist ja für Katzen immer so eine Einladung. Ne, krallen und vielleicht mal das Leder auch etwas weich machen, indem man da mal raufpinkelt. Weil Katzen und Leder verträgt sich irgendwie nicht so, habe ich das Gefühl. Warum das so ist, weiß ich jetzt wirklich auch nicht. Wenn das einer auch weiß, warum Katzen gerne mal auf Ledercouchen pinkeln, ja, sagt mir mal Bescheid. Bei der alten konnte ich es nicht verhindern, bei der neuen habe ich es bisher erfolgreich verhindert. Nur eben das Kopfkissen, das war heute Morgen so eine Überraschung. Aufgestanden, mich an den Rechner gesetzt, alles fertig gemacht zum Videoschnitt, angeschmissen und da war es schon zu spät. Und habe ich dann gerade 16 Folgen Minecraft durchgeschnitten und da ist mir das leider aufgefallen, dass da eine Folge fehlt. Aber was soll man machen? Ich muss sagen, das mit dem Bergbauhelm war wirklich eine äußerst geniale Idee von uns, dass wir den hier genommen haben. Es gibt wirklich kaum was Besseres. Selbst diese Leuchtekugel. Jetzt springt schon die Katze gegen die Tür, wo der Kater rein will. Das Dumme ist, sie kriegt die Türen auf. Er kriegt das irgendwie nicht hin. Oder er möchte das einfach nur nicht. Das kannst du auch haben. So, können wir jetzt vielleicht irgendwo mal das Wasser ablassen hier? Das wäre ja auch mal eine schicke Idee. Da können wir es ablassen. Ich hoffe nur, das wird jetzt auch was. Ja, das funktioniert. Sehr schön. Hoffentlich kriegen wir das Zeug nicht gleich noch irgendwie wieder. Das ist ja... Ach nee, da unten, da haben wir es dann... Da haben wir es dann gleich schon wieder. Zwar etwas weniger als jetzt, aber immerhin. Nochmal zu meinen nächsten Let's Plays, die dann wahrscheinlich demnächst kommen. Commander Keen wird's wahrscheinlich nicht werden, weil dazu brauche ich wirklich ein Gamepad, um das vernünftig spielen zu können. Die Steuerung ist auf der Tastatur leider nicht änderbar. Und die ist doch etwas sehr merkwürdig. Da kann ich mich irgendwie gar nicht dran gewöhnen. So, jetzt können wir das nämlich hier ablassen. Und hier. Der Fledermaus erstmal einen überjagen. So, und jetzt müssten wir eigentlich mal zusehen, dass wir hier jetzt irgendwo wieder ein paar Blöcke rangeschmissen kriegen. Na, komme ich hier hoch? Ich komme hier hoch. Ich bin ja fast wieder mal einer der Guten hier. Ja, und da ist jetzt wieder Wasser. Da haben wir jetzt wieder das nächste Problem. Ah ja, ist alles nicht so einfach. Also wahrscheinlich wird es wirklich Fable 1 werden, was ich dann Let's Playen werde. Das ist wirklich ein wahnsinnig tolles Spiel. Ich habe das damals schon mal gespielt und ich werde es jetzt auch wieder mit Freuden spielen. Das ist jetzt allerdings auch schon... Ja, da kam Fable gerade erst raus. Ich weiß gar nicht, wann das rauskam. Das ist auch schon etwas länger her. So, jetzt müssten wir hier eigentlich uns erstmal die Steine unterm Arsch wegbauen. Und dann mal gucken, was wir jetzt... Bombe. Schick, schick. So, wir müssten hier weiter runter, soll heißen. Wir müssen hier mit Sand erstmal eine Mauer wieder hochziehen.